schön, dass du dabei bist, dass ihr reinschaut. Es freut mich sehr. Heute in meiner Blumenwerkstatt alles Upcycling, Natur pur, plus Ideen, was man noch dazu bringen kann. Wir machen Kränze, ob jetzt fürs Innenleben, um sie weiter zu bearbeiten, ob Dekokränze, Dekobögen, wie hier, Herzen, Tränen, Bögen fürs ganze Jahr. Da kann man immer umwandeln und ganz tolle Deko fürs ganze Jahr machen. Teilweise findest du die Videos schon in meinem Kanal Kreativ-Reich, die Kekerplauderei. Auf der Startseite, auf die Playlist gehen, da ist oben so eine kleine Leiste und da findet man das schon alles für Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Lasst euch mal überraschen, was man alles machen kann. Heute das Grundvideo. Tolle Deko, einfach gemacht. Das kostet außer ein bisschen Wickeldraht gar nichts. Die Spitze hast du vielleicht zu Hause oder ein Band oder so, aber das kommt ja alles im Video. Und wie das jetzt geht, das möchte ich dir euch jetzt ganz gerne zeigen. Und wer mir noch ein bisschen näher sein will, noch ein bisschen intensiver das Ganze, das geht mit der Kanalmitgliedschaft. So, und los geht's. Wir könnten jetzt fürs nächste ganz toll eine Filzschnur verwenden, einen dicken Wollfaden, eine andersfarbige Spitze, wir brauchen Wickeldraht, eine Schere, eine Rosenschere vom Garten, was du hast, nimmst du eine. Und diesmal verwende ich Efeu, du kannst aber auch wahnsinnig gern dünne Weide nehmen, Birkenäste, wilder Wein und. Was man hat, das nimmt man. Wir müssen jetzt wieder die ganzen Blätter abstrippen und dann können wir gleich loslegen, sobald die ab sind. Wie gesagt, du kannst alles Mögliche verwenden an Ranken. Willst du eher einen Bogen haben, was Festeres, dann dicker. Und wenn es mehr flexibel sein soll, ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen feiner vom Durchmesser. So, und jetzt erstmal alles ab mit. Mit dem Blättern und dann geht's weiter. So, wir haben jetzt unsere Zweige. Ein bisschen Platz machen. Wickeldraht brauchen wir jetzt. Und dann fangen wir an und nehmen uns ein Bündel. Bitte darauf achten, dass die unterschiedlich gucken. Das heißt, einmal auf der rechten Seite den Abschnitt und links die Spitze und dann auch umgekehrt, ne? Dass wir so halbe haben ungefähr. Dann nehme ich mit die in der Mitte zusammen und fixiere schon mal mit dem Wickeldraht. Da ist der Anfang. Ich habe jetzt da einen normalen Wickeldraht, der ist nicht beschichtet. Ich mag das ganz gern, wenn die ein bisschen nachrosten. Beim Umwickeln darauf achten, dass man am Anfang noch mal ein bisschen Überstand hat. So, ich mag, dass er rostet. Du kannst aber auch einen bestichteten Draht nehmen, dass er nicht rostet. So, und jetzt nehme ich mir das mal zusammen in der Größe, wie ich den Kranz haben möchte. Und fange an zu wickeln. Wenn er dir zu dünn ist, kannst du immer wieder neu Äste dazu nehmen. Und ansetzen. Nachher wird es dann ordentlich zugeschnitten nach. Ja, fangen jetzt an, wir legen uns zusammen. Geht natürlich noch mal auf bis an der Stelle, wo wir dann zusammen sind. Und dann wickeln wir den großzügig. Können zwei, dreimal rumgehen. Ja, da kommen wir jetzt wieder mit den Ästen. Noch nicht. Du kannst auch gleich mehr übereinander nehmen. Das kommt darauf an, wie groß der Kranz sein soll und wie lang deine Ranken sind. So, und jetzt haben wir es schon. Und da legen wir es übereinander. Wie gesagt, man kann immer wieder neu anlegen, kräftiger machen, stärker machen und wickelt sich den als rundherum. Wem der Wickeldraht stört, dann einfach nachher noch ein Band drüber hin.
Und wie gesagt, wenn der dann ein bisschen rostet und sieht shabby schick aus, ist das auch schön. So, jetzt kommen sich der Anfang und das Ende entgegen. Gar kein Problem. Weitergewickelt. Und so wächst er jetzt und kann kräftiger werden im Durchmesser, wenn du als mehr dazu nimmst. Da habe ich noch ein langes und dann wickeln wir alles weiter rundherum, nehmen noch was dazu, setzen an und wickeln auf die Stärke, die du möchtest. So entsteht entweder unser Rohling, den wir danach mit Stroh einfassen können, mit Bändern, mit zum Beispiel einem alten Schal umwickeln für einen Adventskranz und. Der kriegt dann so eine schöne runde Form, anders als zum Beispiel der Dekobogen hier. Das ist aber auch nur eine Grundform, weil wir hier unten eine Dekofläche haben, um, wie gesagt, Deko aufzulegen. So, dann verbinde ich die zwei Stränge. Und schließe dann gleich. Bei dem Naturmaterialien, das sind ja ganz frische Zweige, muss man so nach einer Woche nochmal nachziehen, den Draht, das zeige ich auch. So, und stoppen tut man so. Man nimmt sich eine Schlaufe um den Finger, geht noch einmal rundherum und dann verwickelt man das. Die Schlaufe mit der Rolle sozusagen, hat man Aufhänger. Und das kann man auch immer mal mittendrin machen, wenn man einen Fixpunkt haben möchte. So, zuschneiden. Restliche Blätter, die überstehen, auch weg. Kranz fertig. Zum so verwenden, zum Beispiel als Schwimmkranz in einem Wasserbecken, Deko-Becken, wie zum Beispiel hier, um als Deko und den kleinen Springbrunnen halt in der Mitte zu halten. Sonst schwimmt er dann immer auf den Rand und spritzt dann raus, auch nicht so toll. Als Türkranz, zum Hängen, zum Legen, wie man das möchte. Ja, das ist jetzt der Rohling. Jetzt kommen wir zum Herz, wenn du möchtest. Wir brauchen wieder unsere Abschnitte. Ich mache jetzt mal ein kleineres Herz, damit das besser in der Kamera eingefangen wird. Also die müssen ungefähr gleich lang sein, die Abschnitte. Und dann machen wir erst, ich muss wirklich sehen, dass ich jetzt gescheit was finde, eine Träne. Einen Bogen. Nee, ich muss noch mal ein paar neue Äste holen. Das funktioniert mit denen nicht. Für den Kranz ist es gut, aber für die ins Herz sind sie noch nicht so passend. So, hierbei haben wir jetzt auch wieder die Abschnitte, die Hälfte, die Abschnitte und aber auch Spitzen. So, ich muss euch ins Bild bringen. Ich habe mir einen Strang gelegt und den führen wir jetzt zusammen zu einer Träne, würde ich mal sagen. Einfach unten zusammengeführt. Gucken, das klappt hier. Abschneiden tun wir später. Wir fixieren jetzt erstmal den Punkt hier unten ganz, ganz dolle mit dem Draht. Es gibt auch das Herz aus einem Kranz. Das habe ich euch schon gezeigt. Mit einem Steckerstab dazu, dass man es einstecken kann. So, wie gesagt, wir fixieren jetzt erstmal unten her.
Und dann nehmen wir es uns auseinander und umwickeln es ganz, ganz dolle rundherum, dass wir jetzt erst einmal eine Träne machen oder einen Spitzbogen. Das ist jetzt das nächste, was wir machen. Wirklich feste, feste umwickeln. Die restlichen, die überstehen, auch noch mitgenommen. Und dann wickeln wir rundherum, bis wir wieder hier unten sind. Sind wir rundherum, wickeln wir einmal nach innen, dann kommen wir von hinten nach außen, von hinten nach innen und fixieren uns das. Und dann stoppen wir das Ganze, wieder eine Schlaufe um den Finger, kommen von hinten und wickeln uns das ganz fest zusammen. Ich glaube, jetzt war ich aus dem Bild raus. Das tut mir leid. Überstände abschneiden. Da muss ich dann eine größere Schere holen und das wirklich bündig abschneiden, dass wir da den Bogen haben. Nochmal zur Erklärung. Wir kommen mit unserem Draht von oben, dann gehen wir einmal nach innen zum Wickeln und kommen hier raus, nach außen, nach innen, nach außen und dann wickeln wir uns das Ende zusammen. Nur falls jetzt aus dem Bild raus war. So. Grundform steht, dann haben wir eine Träne oder einen Spitzbogen oder ein Osterei und kann es dann fürs Jahr dekorieren. Und dann sage ich, toll, dass du bis hierhin durchgehalten hast, dass du es angeschaut hast, vielleicht kannst du es umsetzen. Schick mir doch einfach mal ein Foto davon, was du gemacht hast, wie du es gemacht hast, wo es dann landet als Deko-Op drin oder draußen. Und die Ideen dazu, was man da machen kann, findest du teilweise schon in meinem Kanal, kreativ-reich, die Kekaplauderei. Oben ist eine Leiste, da steht Playlist. Anklicken und da findest du alles. Die Blumenwerkstatt, Grenze, Beton, Edelrost, Marmeladen, Gelee, Rezepte ganz besondere, die Vogeltränken, Stricken, Häkeln, Basteln, Basteln für und mit Kinder. Frühling, Sommer, Herbst und Winterideen, die große Weihnachtswerkstatt, Upcycling ist mir ganz wichtig, günstig ist mir wichtig und. Und neue Ideen kommen dann immer wieder dazu. Die Grundideen habt ihr hier jetzt gesehen, Grundtechnik. Und es gibt dann immer wieder Neues dazu. Und am einfachsten erfährst du das dann immer auf meiner Community-Seite, auch auf der Startseite oder natürlich meine Kanalmitgliedschaft. Die kannst du auch haben, wenn du das möchtest. Das habe ich jetzt machen dürfen. Da wird man von YouTube dazu eingeladen. Das findest du auf der Startseite, kostet das günstigste Monat 2,99 €. Ich kriege da, glaube ich, 1,77 € davon. Aber wir sind uns einfach näher. Du erfährst Näheres und natürlich beantworte ich immer deine Fragen, nehme deine Vorschläge auf und meine allerliebsten Freunde, die können sich sogar Videos wünschen. Und wenn ich es umsetzen kann, dann mache ich das auch. Geht mit der Kanalmitgliedschaft, denn da muss man sich ja was Besonderes einfallen lassen. So, jetzt wünsche ich alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. Tschüss.